So, Montagmorgen und ich bin hier vor der JVA Plötzensee, um den Olli abzuholen, zu befreien aus dem Gefängnis, weil er keine 200 Euro gestern zu Hause hatte. Ja, guten Tag. Ja, Bründel hier. Ich wollte den Oliver Becker aus der Haft befreien. Ja, dann im Moment warten, dass du da rein antwortest, ja? Ich habe gerade das Geld abgegeben. So, also ich musste nochmal rein und habe eine Quittung für das Geld gekriegt. Naja. Jetzt muss der Olli nur noch zustimmen und das Geld annehmen und dann kommt er in einer Viertelstunde hier raus. So, hier Ausgang für Sträflinge. Neuerdings in Blau. Interessant. Tja, Olli! Da komme ich. Weil ich keine Maske getragen habe, wird man hier in diesen Staat eingesperrt. Und ich möchte jetzt aber mal eine ganz klare Ansage machen. Ich habe 1000 Friedenspfeifen zu Hause. Die möchte ich der Friedomparade spenden. Dafür, dass wir sie verkaufen können, um für alle Leute aus der Friedomparade sowas zu ersparen. Weil das ist hier das Allerletzte. Wirklich. Genau, wegen fehlender Maske hier. Wegen fehlender Maske, ja. Und es war auf dem Bahnsteig Jungfernheide, 28.01. Ich hatte gar keine Maske, als ich auf dem Bahnsteig rumgelaufen bin. Kamen zwei Polizisten zu mir an, haben mich dann nach meinem Personalausweis gefragt, habe ich ihnen gegeben. Dann kam ein Passant an, hat mir eine Maske gegeben, die habe ich dann aufgesetzt, dann haben sie mir den Personalausweis wiedergegeben. Dann habe ich mich da auf eine Bank gesetzt, habe die Maske wieder runtergezogen, damit ich atmen kann. Ja, dann kam die wieder vorbei, habe ich sie wieder hochgezogen, ging sie wieder. Dann bin ich in die S-Bahn eingestiegen und habe die Maske abgenommen und schön gewunken irgendwie so. Ja, und dafür habe ich dann eine Strafe von 200 Euro bekommen. Und 8 Tage Erzwingungshaft. Ja, jetzt Dankeschön, dass ihr mich rausgelöst habt, irgendwie sowas nach einem Tag. Ja. Gestern bin ich, also das war auch noch der Hammer, ja, wie ich da gestern noch, also es ging darum, ich habe neue Nachbarn, die wohnen seit 2 Monaten über mir. Ja, die haben mir eine SMS geschrieben gehabt, ich sollte doch, irgendwie, es ging darum, Marihuana-Geruch, ja, und dann, ohne mit mir auch nur ein Wort nochmal zu reden, ja, wissen die, dass ich ein Rezept habe über Cannabis, irgendwie sowas, ja. Also, ja. Ich darf noch nicht mal meine Medizin nehmen und dann kommt die Polizei und dem Polizisten, ja, dem habe ich dann natürlich nicht gesagt, dass ich ein Rezept habe, der meinte dann, ja, wegen Gefahr in Vollzug müsste er jetzt in meine Wohnung rein. Das haben sie auch gemacht. Mhm. So sieht es aus hier in Deutschland. Wo sind wir gelandet irgendwo? Also ich weiß nicht, ich bin jetzt 55 Jahre alt irgendwo, hätte mir das nie vorstellen können, dass es noch mal so weit kommt. Wirklich. Also das ist für mich unvorstellbar. Und dann die jungen Beamten da, die 25 Jahre alt sind, 30 Jahre jünger sind als ich irgendwo und diese Scheiße da mitmachen irgendwo, mit einer Maske vor einem stehen irgendwo, also geht gar nicht. Geht gar nicht. Deutschland hat es eigentlich gar nicht anders verdient, als richtig jetzt mal einen auf die Fresse zu bekommen. Irgendwo. Es tut mir leid, ich bin gerne hier in meinem Land, irgendwo sowas, aber Deutschland, ja, die Steinkohle ist weg. Ja, dadurch sind wir nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hochgekommen, jetzt sind wir abhängig. Ey. Und ich finde es richtig gut, was gerade passiert. Ja, tut mir leid für alle möglichen Menschen irgendwo so, die darunter leiden müssen irgendwo. Aber wer den ganzen Scheiß mitmacht mit der Maske und diese ganze Kacke, der hat es nicht anders verdient, als wirklich einen auf die Fresse zu bekommen. Mein Statement. Mhm. Naja, danke dir, das finde ich. So, genau. Also, ich hatte ja vor einer Woche oder so zu einem Spendenaufruf für die Freedom Parade aufgerufen. Stichwort Verwendungszweck Justiz. Da sind so 700-800 Euro reingekommen, davon löse ich jetzt den Olli hier auch aus und wir haben aber auch einige andere noch Sachen und offen, also gerne nochmal weiter spenden. 1000 Friedenspfeifen spende ich zum Verkaufen, wenn er dafür einen Zehner irgendwo reintut, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt noch irgendwie organisieren, die habe ich alle im Keller liegen irgendwo und die möchte ich gerne dafür spenden. Ne? Cool, ihr könnt auch also eine Friedenspfeife bekommen, wenn ihr was spendet, super. So, Olli hat noch tolle Sachen aus der JVA mitgenommen. Ja, einmal hier Toilettenpapier, das ist super. Ich muss nämlich seit 2 Stunden total dringend aufs Klo. Also im Augenblick, als ich gestern ankam, wurde mir gesagt, dass im Augenblick relativ viele Haftplätze frei sind hier. Ja, also manchmal gibt es halt Tage, wo richtig alles proppenvoll ist, aber da waren jede Menge Zellen frei. Also Leute, es ist noch Platz in der JVA. Es liegt aber einfach auch am Wetter. Ja, also wenn es kalt wird, ja, dann gehen viele, die obdachlos sind, lieber in den Knast und gucken, dass sie, weiß ich nicht, dem Schwarzfahren oder sonst irgendwas, und das alles absitzen. Ach was. Ja. Ach, wenn es kalt wird, ist es Luxus, ist ein Hotel. Kriegst du morgens, mittags, abends Essen, ne? Muss nicht frieren. Ich habe mein Handy ausgemacht,
ja, als ich es abgegeben habe. Mein Handy ist an jetzt, ja, ich habe es nicht selber angemacht, ja, und Telegram ist nicht mehr da. Ja, das ist dann Service hier in der JVA. Ja. Moment. Es steht hier abgesicherter Modus. Keine Ahnung, es hat hier auch vorher nie gestanden. Irgendwo so, ja. Was der abgesicherte Modus heißt, irgendwo, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat hier jemand in meinen... Also Telegram ist nicht mehr da. Hier war eigentlich ein... Ne, Telegram ist nicht mehr, fehlt. Oh. Ja, das ist ein Service. Da wird, wenn du in die JVA kommst, direkt Telegram mitgelöscht. Das ist ja super. Cool, ja? Was ist das denn jetzt? Ne, alle Apps, die dem Staat nicht genehm sind, die kriegst du dann... Ist da ein Full-Paket hier, Full-Service? Das darf nicht wahr sein. Ist wirklich nicht mehr da? Gut, wir sind raus aus dem abgesicherten Modus und... Jetzt ist Telegram wieder da. Telegram ist wieder da. Okay. Also... Okay, also das ist doch nicht gelöscht, aber irgendeine Sauerei werden die da gemacht haben. Also die haben irgendwas damit gemacht, ja. Tatsächlich. Und Mario wäre ja auch fast im Knast gewesen, wegen nicht bezahlter Rechnung. Und da hat auch eine Freundin rechtzeitig noch das Geld bezahlt. Okay. Oh. Ich, ja, weiß, hier gerade abgeht. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier Solidarität für die Leute, die für die Freedom Parade ihren Kopf hingehalten haben. Das ist das, ja, was wir jetzt wirklich tatsächlich brauchen. Ja, ja. Also, ja, also wie gesagt, meine Friedenspfeifen stelle ich da gerne zur Verfügung, also, weil dann hat man wenigstens auch was, was man als jemandem, ja, geben kann. Das finde ich, ja, immer noch sehr gut. Irgendwo so. Ja. Insofern. Genau. Also, wenn ihr spendet und auch gerne so eine Friedenspfeife hättet, dann schreibt in den Verwendungszweck Justiz und eine Adresse, wo wir dann die Friedenspfeife hinschicken können. Genau. Ja, danke.